Wo soll es denn hingehen an diesem fabelhaften Tag? Zur Royal Dalton Music Hall, bitte. Wohin? Was ist das? Wir stehen am Beginn eines Abenteuers, Kinder. Verderbt es nicht mit allzu vielen Fragen. Im Regal in eurem Zimmer stand versteckt ein verborgener Ort, den ihr nun gleich entdeckt. Achtung! Jeden Tag zum Glockenschlag eilt man hier wie bestellt zu dem mythischen, mystischen, sehr charakteristischen Zelt. Ja, in der reizend keramischen, herrlich dynamischen Schale im Regal trefft ihr kuschelig schnurrende, struppige, knurrende Tiere in stattlicher Zahl. Und die Affen und Kolibris singen hier so präzis, alles klingt wundervoll. Jeder liebt die Besonderheit und die Lebendigkeit der Royal Dalton Music Hall. Oh, da schlackern mir die Ohren. Gleich da, Mary Poppins. Ja, in der herrlichen, mystischen, sehr pluralistischen Welt, die ihr hier seht, wird gelacht, bis die Schwarte kracht und ein Konzert gemacht, wenn es nur irgendwie geht. Wo ein Katzenchor lieblich singt, Nachtigall Ständchen bringt, sammelt man sich freudenvoll in der einfach fantastischen, enthusiastischen Royal Dalton Music Hall. Da wären wir! Aber wo ist die Music Hall? Oh, natürlich. Ich Dummerchen. Donnerwetter! In aller Welt hat sie das gemacht. Eins solltest du über Mary Poppins wissen. Sie erklärt niemals irgendwas. Hurtig, holen Sie sich jetzt Ihre Eintrittskarte für diese einmalige, einzigartige Mary Poppins. Welch unermessliche Ehre, dich heute bei uns zu haben. Danke sehr. Und wen sehe ich hier? Das sind doch John, Annabelle und Georgie Banks. Sie kennen uns? Selbstverständlich, jeder kennt doch die Banks-Kinder. Nicht trödeln, holt euch ein paar Erdnüsse und Zuckerwatte und dann hinein mit euch. Dürfen wir Mary Poppins? Ja, doch. Haltet euch nur vom Rand der Schale fern.